schon rausgekotzter Junge. Speiste Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Ihr kennt ja alle meinen Wattmeter, DC Wattmeter. Und ich hab von einem netten Zuschauer, vielen lieben Dank nochmal, mein Guter, 75 Quadrat Kabel gekriegt mit den passenden Ösen. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, mein Guter, weil ich musste die Presszange erstmal besorgen. Die habe ich jetzt da. Ja, da bin ich jetzt am Überlegen, hier die Kabel halt ein bisschen ordentlich zu machen. Und da habe ich mich schon was erinnert, was mir Bastillon, der Achim, mal gesagt hat. Und dazu gehen wir jetzt mal am Bastelplatz. So, ich habe nochmal die Verpackung von dem Ding. DC Digital Meter steht da drauf. Das ist die 300 Ampere Version und das ist, glaube ich, die, was ich unten verlinkt habe von Amazon. Die gibt es aber nicht mehr. Und wie gesagt, die gibt es bei Ali, kriegt er die für 18 Euro oder so. Ne? Wesentlich billiger. Gut. Das hat auch der Achim rausgefunden. Und der hat noch was rausgefunden und zwar hat er gesagt, Mensch, die Dinger kannst du auch zerlegen. Habe ich jetzt mal gemacht, Achim, weil ich eben meine Kabel ordentlich machen will. Ne? Und Achim hatte dann gesagt, hey, der Schand hier, das Stück Blech hier, das Messwiderstand, also Schand, hier fällt ein bisschen Spannung ab und dann wird hier gemessen. Und der Vorteil ist von dem Ding, warum ich das euch jetzt auch zeigen will. Also genau, ich habe dann hier hinten nochmal eine Öse, also es sind einfach nur die vier Schrauben hier, den Deckel abschrauben. Und dann könnt ihr hier hinten ist noch eine Öse mit einer Hand das ganz einfach zack nach oben klicken. Das ist nochmal eine kleine Nase. Vorher das Ding hier, das sind noch zwei, drei Nasen. Ich habe die jetzt bei mir weggebrochen, weiß ich nicht, ob ihr das ummachen wollt. Wenn nicht, müsst ihr das ein bisschen zur Seite biegen und dann klack kommt der ganze Klimbim hier schon geflogen. Ne? Das ist das Display und naja, das können wir drinnen lassen. Aber Männers, guckt mal, was wir hier haben. Das sind die zwei Kabel, also könnte man sagen, wir können den Schand extern machen. Das ist quasi das, was Achim gesagt hat. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Die Kabel hier öffnen, trennen. Und ja, den Schand hier raus. Und dann hier dickere Kabel ran und ein bisschen verlängern. Weil, da kann ich nur das Ding ja hier in den Raum reinmachen. Ich habe ja drüben den Phasenraum und hier bin ich ja immer. Ansonsten muss ich halt immer rüberrennen und gucken, wie viel kW rausgegangen sind oder nicht. Und das, ja, hätte ich da mal richtig geguckt, wie der Achim, dann ist das ja gar nicht nötig. Ne? Ich lege mir einfach das Ding, kommt rüber. Ich kann da nur bessere Anschlüsse machen, weil hier ist die Scheiße. Hier müsst ihr immer eine Unterlegscheibe oder irgendwas drum machen und da hat man gar nicht die volle Kontaktfläche. Und so kann ich jetzt die volle Kontaktfläche nehmen. Und ich hoffe mal, das wird dann besser. Bei mir ist es eh nicht ganz so wild, ob das Ding jetzt 100% richtig zählt oder nicht. Wie gesagt, ich habe es gemessen, wenn ihr es zusammengebaut lasst, misst es halbwegs korrekt. Mir ist das aber egal, weil ich messe damit ja nur rein und raus. Also wenn er rein falsch misst, lade ich dann falsch raus wieder. Ist mir wurscht. Hauptsache ich weiß, wo mein Akku ungefähr steht. Ne? Na gut, ich werde das hier mal zertüdeln und löten und bla 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 ein bisschen Kabel ranmachen. Und dann habe ich hier schön eine Anzeige in dem Zimmer. Oh, perfekt. Jetzt wollte ich gerade meinen Fuß hier zeigen. Kabel ab. Scheiße. Ja, ich muss euch mal vorwarnen hier. Ihr braucht meiner Meinung nach 400... Ich hätte jetzt fast 400 Volt gesagt. Ne? Ja, mein. 400 Grad. Und kratzt ein bisschen das Kupfer hier an. Weil sonst die Lötung nicht hält. Hier habe ich es angekratzt, hier nicht, hier hält es, hier nicht. Ich würde sowieso empfehlen, am Ende einfach das Kabel in der Mitte durchzuschneiden und da eine Verbindung reinzumachen. Hier ablöten ist nicht nötig. Das bimmelt Teflon. Das schon wieder rausgekotzt, der Junge. Nee. Doch. Aua. Guten Tag. Guten Morgen. Der kotzt schon wieder der Gute. Können wir uns mal begrüßt hier oder was? Klar. Nee, also das Haus. Wie hat schon wieder gekocht? Ach ja. Schon wieder alles raus, aber ich habe wahrscheinlich zu viel drin gehabt. Na gut, das können wir sehen. Ich habe immer nachgefüllt und jetzt habe ich ihn. Na gut, guck mal. Hier ist das Maximum. Ja, der hat durch die Autobahnfahrt hat er ein bisschen jetzt hier Last gekriegt. Nee, aber wenn du vorher warst, vorher über Maximum? Vorher auf Maximum. Hm. Aber wenn du hier guckst, hier unten, der große Kreislauf, das ist offen, das heißt. Bist du wieder gerammelt? Na klar.
Nee, ne. Ich habe aber 5 Liter mit. Hier, Wasser. Mhm. Außerdem, scheiß drauf. Ja, das ist so. Du wirst halt rauskotzen, du wirst nachgekippt im Winter. Bist du. Aber hier ist alles heiß. Vor allen Dingen, hä? Ich bin nur bis 200 gefahren. Oh nein! Was ist denn damit? Dumm Lacher. Oh, oh, hier drüben filmen wir lieber gar nicht. Siehst du die Risse? Ach, scheiß drauf. Der TÜV, komm so. Was? Guck mal hier, ist noch frei. Beifahrerplatz ist noch frei. Guckt mal, Leute. Fast bis zur Decke. Naja, ich würde sagen, wir laden mal aus. Und ja, wir haben noch was vor. Falco am fröhlichen Auspacken. Ja, mal wieder. Okay, das für MikeTech hier und für mich. Nochmal die T-Zone hier. Was gibt's denn hier? Ja, die Karte hier. Ah, das ist die kaputte. Die, wo er weiß, was kaputt ist. Mhm. Und das ist schön, wenn er die wieder reparieren kann. Ja. Warum wegschmeißen? Ja. Naja, wir packen mal aus und dann machen wir gleich für MikeTech das Bäckle fertig. Ja. Genau, in 4 Wochen schraubst du das zusammen. Das meine ich jetzt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen. Das ist Kalk. Sauber machen. Vorsicht, ja, da wird er hier wieder Sauerei. Vorsicht mit dem Pinsel. Ach nö. Falco, unser Klimameister. Klimawartungsmeister. Und guck mal, was er mitgebracht hat. Für die Challenge noch vom Segelohrenbob 2020. Noch ein Reh im Elf. Zufälligerweise in den Karton. Zufälligerweise gerade mal. Ja. Seht ihr ja dann im Test. Ne? Also so ein kleines. Der große war halt zu groß, jetzt nehmen wir mal den kleinen hier, nicht dass es so aussieht, als wenn Thorsten seine nicht funktionieren oder so. So, Falco ist schleißig. Sehr schön. Dann müssen wir dann nur noch die Kabel machen, Falco. Und dann geht's scharf. Hier, Bleche haben wir gemacht. Seht ihr dann später. So, neue Klima ist da. Mit Außengerät. Außengerät habe ich aber in der Garage. Das Ding werde ich die Tage mal installieren. Und noch ein bisschen was zu meiner Batterieecke. Der liebe Punkt, 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 der die Solarmodule abgeholt hat, PV-Module abgeholt hat, hat mir hier 4 Ösen und ein Kabelchen gesponsert. Und da ja der Falco gerade da ist und ich die Zange gestern gekriegt habe. Ich weiß von nichts. Ja, doch, doch, wir brauchen hier Muckis. Müssen wir jetzt hier pressen. Fehlen welche. Tschüss. Ne, ran hier. Nein, können die pressen heute. Doch, jetzt wird gepresst. Unserem Pfusch. Wir tun hier mal ein bisschen. Warte mal, das zeigen wir nicht. Guck mal, wie schön das geworden ist hier. Super, ne? Ah, ne, hier ist die Innenart. Nein, die Innenart. Ja, jetzt werden wir abkleben. Wollen wir rausschneiden. Ja, hier ist wirklich ein bisschen lang geworden. Ja, so eine Presszange ist schon viel wert. Hier. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber müssen wir uns mal eine besorgen. Ja, ich brauche jetzt eigentlich auch keine mehr, ich hab's ja jetzt. Ja, wenn die günstig irgendwo kriegen, dann bestellen wir mal eine. Oder eine gebrauchte. Gebrauchte. Für die schönen Ösen hier. Oh! Das, guck mal, wie er fuschelt, Dude. Das ist mit der Flex abgeschnitten. Nee, das ist zu heiß geworden, das ist verschmolzen. So. Kommen wir da von der Falco, du dann verpresst. Das können wir leider zu zweit nicht füllen. Leider nicht, ne. Aber ist egal, ist, wie sowas ungefähr aussieht. Wobei Astra gesagt hat, löten wäre besser. Ach, wird gepresst jetzt. Ja, gemein, pressen und dann löten. Dann hast du 100%. Dann hast du 100%. Alles für die Autarkie. Doch, immer pressen wir mit Kamera. Ja. Ich hab Angst, wie Stilly! Wie du mir den Pfoten einklemmst. Warte. Das lässt sich auch ein bisschen schlecht, oder? So? So? Ja, scheiße. Ich hab gekackt. Alles gut. So? Jo. Und noch einmal. So. Und fertig. Gefuschelt. Und sogar mit Kennung 70 mm. Steht das jetzt? So, 70 mit 70 Gewässer.
Und ich habe es immer geschafft, zwei Adern nicht rein zu kriegen. Bei jedem fehlen zwei Adern. Aber naja, gut. Alles klar. Supi, danke, Falco. So, jetzt gibt's noch Mamfi, Mamfi. So, ich habe jetzt alles umgetüdelt. Es zeigt an 12, 3 und 450 mA. Und wir sind bei 600 mA. Also ganz genau zeigt es nicht an. Hier sogar 700 mA. Gut, sagen wir so, wenn es zählt, dann in beide Richtungen falsch. Ich hätte wahrscheinlich die Kabel hier nicht verzwirbeln dürfen. Na, jetzt müssen wir mal noch die Spannung, ob die wenigstens grob hinhält. 12,3 hatten wir ja. 12 sogar. Ja, moin. Also Spannung halt hin. Ich müsste wahrscheinlich die zwei Kabel hier, habe ich zusammengetüdelt, zum Verlegen. Das war, glaube ich, nicht so klug. Naja, es funktioniert auf jeden Fall. So, ich habe jetzt nochmal extra Kabel gezogen. Jetzt sind wir bei 110 mA. So, wir verbrauchen ja theoretisch jetzt hier mal messen. Hm. 0,8. Der braucht jetzt nur ganz wenig. Wir haben ein bisschen. Doch, hier haben wir es. 0,8. Das fällt immer, wir gehen alle. Was ist das Ding heute? Hat ja jetzt zeigt 200 mA an. Meine Fresse, Mensch, ja immer was zeigt. Das geht immer so schön, das Messgerät, ne? Jetzt geht es ums Frecken nicht. Zeigt jetzt hier schon 15 an. Ich hab überhaupt nicht an. So, 700 mA, sagen wir 800 mA, 100 mA zieht das Ding. Und dann gucken wir noch mal rüber. Naja, ziemlich genau. 870 irgendwas passt jetzt. Jetzt habe ich vergessen, was der Fehler war. So, fertig jetzt mit umbauen. Die Kabel muss ich noch ein bisschen schön verlegen. Das sind jetzt hier von dem Messschand. Ansonsten habe ich jetzt hier, das ist glaube ich 100 Quadrat oder 120 sogar. Der Minus, also Plus Abgang, Minus ist direkt am Wechselrichter auch mit 120. Und von hier geht es dann von dem Punkt der Plus vom Wechselrichter hinten 2x75 Quadrat. Ja, gespendet. Vielen lieben Dank nochmal. Klappt jetzt alles. Ich habe jetzt das Messgerät gleich drüben. Ist auch ein bisschen schöner. Sieht jetzt doch nicht so top aus. Immer ein bisschen wirr Kabel. Ich habe mir halt überlegt, nochmal ein bisschen Akku umdrehen und die Kabel dahinter und so. Ja, mir egal. Ich muss jetzt nicht mehr reinkommen. Ich mache jetzt hier dann noch ein paar Kabelbinder ran, dass das mir nicht rumflattert. Und dann ist das gut. Einmal frei. Hihi, freut mich. Ja, achso, Kabel. Was quatsch ich denn? Ja, ich habe versucht, gleich von die Minus, von den Messleitungen, vom Messschand, die dürft ihr nicht benutzen. Also ihr müsst euch für die Stromversorgung für das Ding Plus und Minus extra ziehen. Ich habe mir jetzt hier noch ein Kabel gemacht. Und hier unten ist das Pluskabel mit Sicherung, falls irgendwie mal was ist. Ne? Die müsst ihr extra liegen, sonst verfälscht das hier die Messung. Ich bin durch, ich muss pennen. Tschüss.